auf jeden Fall schon wieder so richtig gruselig. Noch zwei Gebäude gesehen haben. Wenn jetzt hier einer rausgesprungen kommt, dann kommt uns gleich schon entgegen hier. Und Sven schon, schnell raus hier. Wollen wir mal ganz kurz nach oben? Wie der Wind da reinpfeift gerade. Ganz viele Container zusammengestellt haben. Nee, ich würde sagen, wir gehen wieder zurück. Okay, die Luft ist rein. Weiter. Wir gehen jetzt ins nächste Gebäude. Leute, ich glaube, hier sind welche drin. Langsam, langsam, langsam. Servus und Grüß Gott auf meinem Kanal. Wir sind gerade auf einem Campingplatz, aber ich bin schon ein bisschen rumgelaufen. Es ist komplett zugewuchert hier, aber man findet hier gar nichts mehr. Wir laufen jetzt noch mal ein bisschen rum, weil wir auf Google Map Karte noch zwei Gebäude gesehen haben. Ich bin hier übrigens mit Sven und Luca. Ist schon wieder richtig gruselig gerade hier. Ich hoffe, dass wir diese Gebäude finden. Ziemlich groß hier. Doch schneller gefunden als gedacht. Jetzt stehe ich hier auf einmal vor so einem weißen Gebäude. Ja, wir gehen einfach mal hin und gucken, was wir da jetzt vorfinden. Das ist auf jeden Fall schon wieder so richtig gruselig. Ich war schon lange nicht mehr im Dunkeln auf dem Lost Place. So, wir stehen jetzt direkt hier vor der Tür und wir scheißen uns gerade wieder voll in den Hosen. Auf jeden Fall werde ich jetzt mal reinleuchten. Boah, Alter. Okay. Dann gehen wir mal rein in die Stube. Oh, ey, die ganzen Wände hier sind zerstört. Ey, wenn hier welche sind, die können hier so uns dermaßen erschrecken. Aber ihr seht schon, die Regelsflatten sind komplett abgebrochen hier. Die Wolle guckt schon raus. Wo bleibt ihr? Ey, das ist unheimlich. Das ist richtig crazy, oder? Ey, wir waren doch schon in so vielen Lost Places drin. Kamera, willst du? Ja. Wenn jetzt hier einer rausgesprungen kommt, ne? Ja, Alter, das ist... Boah, ist aber richtig im Eimer hier. Hier ist ja gar nichts mehr drin. Guck mal rein da. Gar nichts mehr. Alles ein bisschen verschimmelt. Aber das scheinen wohl irgendwie kleine Hotelzimmer gewesen zu sein. Sieht man schon, die Wand kommt uns gleich schon entgegen hier. Boah, das ganze Ständerwerk rausgebrochen. Was hier? Oh, das geht ja noch ein bisschen runter. Hä? Guck mal, hier sind noch Fliesen drin. Hä? War hier irgendwie so eine Küche oder sowas? Guck mal, da oben fängt er schon an abzublättern. Boah, wer ist das? Ich glaube, das ist der Wind. Der macht da eine Tür auf und zu oder so. Ach, guck mal, hier hat es schon gebrannt, ne? Hier. Sieht man richtig, hier hat es gebrannt. Ja. Oh, da funzelt auch jemand. Ja. Auf der anderen Seite? Ja, ja, ja. Das ist das andere Gebäude, da sind auch Glasscheiben drin. Ja. Und Sven schon, schnell raus hier. Oh. Hier ist Eingang, eine Treppe. Hier ist wohl Eingang und dann geht es noch ein Stockwerk höher. Wollen wir mal ganz kurz nach oben? Oh, guck mal, da geht's lang. Ne? Und einmal da nochmal komplett den Flur runter. Mal den Boden an. Ne? Das ist richtig gefährlich, glaube ich.
Ich weiß auch gar nicht, ob wir hier so weitergehen sollen. Guck mal, da sind schon unten Löcher. Ich glaube, das lassen wir mal sein, oder? Wie der Wind da reinpfeift gerade. Hier, da sieht man das Flasche. Sieht man das schon? Sieht man das andere Gebäude? Ja, leicht. Wir können ja mal ganz kurz hier rüber gehen. Da übrigens sieht man das andere Gebäude, ne? Das sieht aus, als ob die ganz viele Container zusammengestellt haben, die zusammengeschraubt haben und dann eben einzelne Räume gebaut haben. Okay. Guck mal, da kommt die Decke auch schon komplett runter, ne? Hier kommt überall alles runter. Irgendwie ist das komplett, ja, Ransch ist das Ding hier. Das ist echt gar nichts mehr hier. Ich habe ein bisschen mehr erhofft. Okay. Nee, ich würde sagen, wir gehen wieder zurück. Lass uns mal gucken, was wir im anderen Gebäude noch finden. Da ist echt gar nichts. Okay, die Luft ist rein. Weiter. Hier sieht man übrigens noch einen Heizungsraum. Steht noch ein Kessel. Ja? Ich glaube, da kann man wieder rausgehen, aber wir gehen da hinten wieder raus. Das finde ich ja gerade das Prickelnde. Auch wenn es Ranch ist, ist es trotzdem immer spannend. Ich glaube, sowas muss man jetzt nochmal einmal über sich ergehen lassen. Ja. So, wie gesagt, wir gehen jetzt ins nächste Gebäude, mal gucken, was wir da vorfinden. Ja. Ah, da drüben ist schon das andere Gebäude. Oh, das ist wirklich gruselig, ey. Wir waren schon so viel auf Lost Places. Aber trotzdem ist das immer wieder eine Herausforderung. Oh, das sieht aber ganz anders aus hier drinne. Okay, ich mache mal ein bisschen mehr Licht. Das sind auf jeden Fall keine Zimmerabteilung mehr. Vielleicht haben sie das als Aufenthaltsraum genommen. Vielleicht standen hier noch Kicker drin oder Speisesaal oder sowas. Oder die haben wirklich schon die Wände hier abgebaut. So, besser? Ja. Sein, dass hier auch eine Küche war, oder? Guck mal, hier sind Fliesen. Ja. Hier auch noch so ein Eingang. Guck mal, da haben die zugemauert. Ja, das bringt wohl nicht mehr viel. Weißt du, was ich mir vorstellen könnte? Dass hier da vorne so Küchenausgabe war vielleicht. Ja, das hätte ich auch gedacht. Das könnte wirklich sein, ne? Dass das mal so eine Küchenausgabe war. Zur Cafeteria hin. Und hier siehst du das, ne? Guck mal, hier blättert das auch alles ab. Ganze Lack blättert ab. Aber wie gesagt, hier findet es ja echt gar nichts mehr. Also ich habe mir jetzt mehr erwartet, ne? Der ganze Fußboden noch gefliest. Guck mal hier, die Stromkästen. Ist auch schon alles abgeklemmt, ne? Ja, die ganzen Sicherungen sind raus.
Also auch kein Strom mehr im Gebäude. Und ich kann es immer wieder sagen, ja, die Natur holt sich alles wieder zurück. Krass, oder? Ey, das ist ein Griechen. Das ist ein Griechen. Oh, hab ich mich erschrocken gerade, Leute. Herzinfarkt, alter Schwede. Boah. Ja, hier ist Griechenkeller, ne? Guck mal, hier sind die ganzen Wasserleitungen lang. Vielleicht waren ja auch Kabeldiebe hier unterwegs. Guck mal, hier schon die ganzen Leitungen, ne? Die hier liegen. Ja, ist der Mantel, der noch geschält. Ja, der Mantel, ne? Haben sie alles schon rausgezogen, denke ich mal. Vielleicht mussten ja auch die Elektriker hier ran, wegen dem Erdkabel, um das Erdkabel zu kappen. Ein Rauchmelder hängt hier noch. Sonst habe ich keine anderen Rauchmelder gesehen. Doch, noch ein Rauchmelder. Jetzt kommt jemand von der Seite. Oh, du Arsch. Ah, hier geht's wieder nach oben. Ah, ich glaube, das ersparen wir uns, oder? Oder wollen wir nachgucken, wer da ist? Wo willst du noch fahren, oder was? Wo willst du noch fahren? Hier, über Löcher. Oh, hier ist kein Geländer mehr dran. Zigarette rauchen, ein Bierchen trinken oder so. Naja, gut. Man weiß auch nicht, was das für Leute hier sind. Licht halt vorne, ganz vorne. Ja, da war Licht, auf jeden Fall Lichtkegel. Wir machen uns mal auf den Weg wieder zum Auto. Ja, sowas ist halt eben auch auf dem Lost Place angesagt. Man weiß ja auch nicht, wer hier jetzt alles immer so rumschleicht. Aber ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es war echt mal ein kleines Video. Ey, Horror pur gerade. Oh, ich muss den Weg suchen. Ja, da hinten ist einer. Da. Schnell, los! So, wir sind vom Gelände. Mann, ist das ätzend, oder? Alter Schwede. Boah. Leute, das ist doch spannend, oder? Das ist das, was Lost Place immer ausmacht. Oder? Oh, guck mal, da kommt noch ein Auto jetzt. Ja, wie gesagt, im Dunkeln ist das natürlich die Atmosphäre und das Adrenalinspiegel ganz anders. Ja, weil man hört auch wesentlich anders abends, also in der Nacht. Man hört auch viel mehr Dinge. Ja, wäre das am Tag, wäre das, glaube ich, nicht so schlimm als in der Nacht. Und wenn da mal ein Fenster klappert oder so, dann oder ein anderes Lichtschein sieht, was wahrscheinlich wir selber auslösen, ja, das weiß man ja alles nicht so, ne? Aber wir haben eben auch Stimmen gehört aus der zweiten Etage. Kann jetzt sein, dass da wirklich jemand war, oder kann auch sein, dass da nur ein Hase sitzt und an irgendwas rumknabbert. Man weiß es ja halt alles nicht, ne? Aber trotzdem, lieber runterrennen vom Gebäude. Und ja, jetzt gehen wir zum Auto und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Kleines Video diesmal, war auch nicht spektakulär, aber so einen Ranch müssen wir auch mal halt mal filmen. Und nicht vergessen, abonnieren, schaut bei den anderen beiden vorbei. Alles unten in der Videobeschreibung. Oh, ich bin außer Atem. Gleich erstmal eine schöne Cola oder einen Kaffee trinken. Und dann halt bis zum nächsten Mal. Und jetzt abschalten. Ciao.